Ich und mein Schüler Makanko haben uns 16 verschiedene Charaktere ausgesucht, die ungefähr auf demselben Stärkelevel sind und werden heute ein neues Turnier veranstalten, wo wir natürlich jeden einzelnen Kampf durchgehen und euch unsere Meinung vorstellen. Ich habe für mich die Liste ausgefüllt und Makanko hat für sich die Liste ausgefüllt. Also kann es sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ihr könnt natürlich in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr die Kämpfe ausgehen lassen würdet. Ihr könnt auch bei dem Livestream vorbeischauen, wo wir als gesamte Community versucht haben, durch Abstimmungen ein Turnier zu vollbringen. Ich würde sagen, Makanko hat den Vortritt. Ja, danke für die Einführung. Der erste Kampf ist natürlich schon mal sehr suspekt für viele. Vasco Schott gegen Boa Hancock. Wie ihr seht, wir haben auch kreative Charaktere mit reingenommen, um das spannender zu machen. Ich habe hier tatsächlich Vasco Schott gewinnen lassen. Ich glaube erstens, dass er im Allgemeinen stärker ist, kräftiger ist und wahrscheinlich auch eine unglaublich gute Kampftechnik hat, wie den Drunken Master Style. Zudem glaube ich nicht, dass jemand wie Vasco Schott, dessen Nase, ihr wisst schon, sich für Boa Hancock interessiert und ihre Schönheit interessiert. Und deshalb glaube ich, dass sie sowieso so einen Nachteil hätte und deshalb sage ich Vasco Schott. Also ich denke jetzt nicht, dass das Ganze uninteressant für Vasco Schott ist. Der Charakter ähnelt schon jemanden, der Gelüste hat und ich denke, er würde sich jetzt nicht so einfach tun, Boa Hancock zu widerstehen, jedoch hat er eine andere Klasse. Er war in Level 6 gefangen. Blackbeard hat ihn nicht umsonst in seine Crew genommen, er hat ein Battle Royale veranstaltet. Da kam er durch, er hat es in die Crew reingeschafft und ich denke, er würde Boa Hancock besiegen können. Kommen wir zu den nächsten Kampf, Ivankov gegen Bartholomew's Bear. Wirklich ein Kampf, als wir ihn ausgelost haben. Ich bin komplett ausgerastet. Dieser Kampf wurde sogar schon in etwa in Marineford gezeigt. Damals hatte aber Bartholomew's Bear sein Gedächtnis nicht. Wir gehen jetzt davon aus, dass Bartholomew's Bear sein Gedächtnis hätte. Meiner Meinung nach ein sehr spannender Kampf. Bartholomew's Bear könnte auch gewinnen, aber ich habe hier Ivankov den Vorrang gelassen und ihn halt ins Viertelfinale einziehen lassen. Ich sehe es eigentlich sehr ähnlich. Ich denke auch, dass Ivankov gewinnt. Er ist ja auch mehr oder weniger so die rechte Hand von Dragon neben Sabo, der halt jünger ist und sich erst alles erarbeitet hat. Er ist ja auch einer der wichtigsten Mitglieder gewesen und hat auch im Impel Down Level 5,5 einfach nichts. Jeder zweite kommt dahin ab 100 Millionen Berry. Stimmt zwar irgendwo, allerdings haben wir eigentlich fast nur krasse Kaliber gesehen. Und ich denke, so ein krasses Kaliber ist Ivankov auch, deshalb hau ich ihn tatsächlich noch über Kuma, was wahrscheinlich viele erstmal komisch finden, aber er ist auch krass. Ja, der nächste Kampf wäre X-Drake gegen Cracker, auch ein Kampf, der sehr interessant ist. Ich gebe hier X-Drake den Vorrang. Ich denke, als ein Teil der Supernova sollte er stark genug sein, sich jemanden wie Cracker zu stellen. Sein Rüstungstag wird wahrscheinlich auch seine Spezialität sein. Zudem hat er eine antike Zorn und kämpft gerade gegen die Cypherpol Zero. Ich denke mal, das sollte genug sein, um jemanden wie Cracker zu besiegen, der nicht nur arrogant ist, sondern theoretisch nach einem stärkeren Angriff auch Knockout wäre. Und das Rüstungshaki traue ich jemanden wie Drake auch zu, der auch bei der Sword-Einheit ist. Also für mich ist dieser Kampf wirklich sehr krass, weil man natürlich sagen kann, im 1 gegen 1 ohne diese Keksoldaten würde höchstwahrscheinlich X-Drake diesen Kampf für sich entscheiden. Aber Cracker hat nun mal diese Keksoldaten und ich denke, das wird auch der Punkt sein, warum X-Drake den Kampf verliert. Wir haben es in Onigashima beobachten können, der Charakter kommt nicht klar damit, wenn es zu viel Verunsicherung gibt, wenn es zu viele Angriffe aus verschiedenen Richtungen gibt. Und ich denke, das wird dann auch der Punkt sein, warum er verliert. Er wird in seine antike Zoan-Form gehen und dann wird er angreifbar sein. Er hat eine größere Fläche in seiner Dinosaurierform und dann wird er natürlich nicht so lange aushalten können, auch wenn natürlich seine Haut sehr hart ist. Aber Cracker hat ein sehr starkes Rüstungshaki, das hat Ruffy extra erwähnt gehabt. Deshalb habe ich Cracker weitergelassen. Kommen wir zum nächsten Kampf, Freunde. Und zwar ein Kampf der Giganten, ein Kampf der Talente. Und zwar Who is Who gegen Rob Lucci. Dieser Kampf wurde schon irgendwie angeteased in Onigashima, dass beide ungefähr auf demselben Level waren. Aber meiner Meinung nach ist Rob Lucci das Talent schlechthin. Er war die ganze Zeit bei der CP-Einheit und als Kind war er schon so talentiert wie Who is Who. So sprach man davon. Und ich denke, jetzt mittlerweile sollte er auf jeden Fall stärker gewesen sein als Who is Who, deshalb habe ich ihn weitergelassen. Ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Kann ich, by the way, mit Cracker auch verstehen, dass man hier mit der Mehrheit der Keksoldaten Cracker den Vorrang lässt. Bei Who is Who denke ich, dass die Tatsache, dass die CP0 dachte, Jimbe würde ihn töten, schon für sich spricht. Klar, Jimbe ist verdammt stark, aber dass sie von vornherein ihrem ehemaligen Kollegen schon so viel Schwäche zumuten, spricht schon für sich. Rob Lucci dagegen ist halt, wie gesagt, fast schon wie ein Anführer in der CP0. Er spielt sich halt auf und vor allem bei der Reverie hätte er wahrscheinlich Sai vor den Augen aller Versammelter getötet. Er ist halt
der Badass schlechthin, das Talent schlechthin. Für mich ganz klar der Sieger. Vasco Shot gegen Ivankov. Ein Kampf für sich. Der Transenkönig gegen den König der Besoffenen. Viele werden jetzt sagen, ey, was kann der eigentlich? Ich gehe mit Vasco Shot. Ich denke nicht nur, dass er zu den stärksten Mitgliedern von BlackBit gehört, sondern auch, dass er wahrscheinlich eine sehr starke Teufelsfrucht bekommen wird und denke, dass er sogar noch stärker wird als einer der stärksten Revolutionäre und kann mir auch vorstellen, dass BlackBit vielleicht sogar noch stärker als Dragon wird. Von daher ist das ein schwerer Kampf, aber ich gehe tatsächlich mit Vasco Shot. Da bin ich anderer Meinung. Ivankov ist meiner Meinung nach ein Charakter, der von vielen unterschätzt wird, weil er nicht ernst bleibt. Er hat in Marineford gegen fast jeden gekämpft, Freunde, sogar am Ende gegen Akainu und kam irgendwie dann unverletzt aus der ganzen Sache raus. Deshalb bin ich überrascht von diesem Charakter. Ich denke, er ist halt so diese geheime rechte Hand von Monkey D. Dragon. Er hat sogar ein eigenes Königreich, das Königreich der Transen. Und deshalb finde ich ihn hier nochmal vorne. Kommen wir weiter zum nächsten Kampf, Freunde. Im Viertelfinale treffen aufeinander Cracker und Rob Lucci. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, Rob Lucci hat die Qualität, den Kegi-Soldaten auszuweichen und hier das Ganze für sich zu entscheiden. Sein Haki wird definitiv ausreichen, um Cracker zu schaden. Und ich denke, er ist halt berechtigt ein Rivale von Ruffy und das schon seit Inis Lobby. Deshalb schafft er es hier ins Halbfinale. Ist nicht Achtelfinale, was wir gerade haben, mit 8 Charakteren und dann Viertelfinale? Also meiner Meinung nach denke ich auch, dass Rob Lucci den Kampf gewinnen würde. Bei mir treffen X-Drake und Rob Lucci aufeinander. Allerdings glaube ich auch, dass er das packt und somit geht dieser Kampf im Achtelfinale fürs erste an Rob Lucci. Damit gehen wir mal rüber auf die andere Seite und beginnen mit einem Kampf, den glaube ich viele sehr voreingenommen betrachten werden. Allerdings viel spannender ist, als man denkt. Capone Gang Badge gegen Magellan. Hier muss man sagen, im direkten Vergleich, ja, Magellan ist viel stärker, das sehe ich auch so. Im direkten Vergleich ist natürlich Magellan viel stärker, das sehe ich auch so, Freunde. Aber Capone Gang Badge hat die Festungsfrucht. Er kann mit seinem Big Father sich theoretisch vor Magellan schützen. Dennoch gebe ich meine Stimme Magellan, weil der Venom Demon nicht nur ätzend ist, sondern auch Stein verätzen kann. Zudem ist er sehr gut geschützt und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschütze von Capone ihm was anhaben. Bereits damals hat Mr. Three versucht, ihn abzuwehren. Währenddessen wurde er auch mit Kanonen beschossen. Es hat ihn eigentlich nicht wirklich interessiert, was sie da veranstaltet haben. Das war für ihn eigentlich alles nur ein Theater. Und ja, die Hauptrolle hat hier definitiv Magellan. Meine Stimme geht an ihn. Ja, ich kann das verstehen. Ich bin auch auf jeden Fall mit Magellan gegangen. Auch wenn ich sagen muss, Freunde, unterschätzt Capone nicht. Er ist nicht nur ein Mafia-Boss, sondern auch ein extrem guter Kämpfer. Ich meine, seine Teufelsfrucht, die Festungsfrucht, hat es ausgehalten, Schläge von einem Kaiser zu kassieren und das ohne dabei zu sterben. Und das ist wirklich in One Piece nichts Übliches. Wir kennen es ja, Freunde. Ruffy geht ins Gear 4, kriegt einen Schlag von Big Mom und ist am Boden zerstört. Und Capone hat die Schläge getankt wie ein Mann. Gehen wir weiter zum nächsten Kampf. Auch sehr spannend. Im ersten Augenblick ein bisschen komisch. Viele werden sich denken, oh, Corby gegen Jinbei. Corby ist doch erst ein Anfänger. Aber Corby hat mit Garb trainiert. Und Corby scheint eine Entwicklung durchzumachen, die nicht normal ist. Man kann das Ganze irgendwie vergleichen mit der Germa. Irgendwie scheint hier jemand mit den Genen von Corby und Helmeppo gespielt zu haben, weil ihr Wachstum und alles andere ist nicht normal. Also man kann das nicht zurückführen auf die Pubertät. Aber wir denken dennoch, oder besser gesagt, ich denke, dass Jinbei hier noch stärker ist. Deshalb ist er eine Runde weitergekommen. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt sehr ähnlich. Also er ist halt einfach stark. Jinbei ist sowieso jemand, der wahrscheinlich hier im Gesamtturnier zu den Stärksten gehört. Viel interessanter ist jetzt noch Denjiro gegen Yamato. Ich habe hier tatsächlich auch Yamato den Punkt gegeben. Yamato hat wahrscheinlich besseres Haki als er. Yamato ist zudem von Natur aus ein unglaubliches Talent und Kaidos Tochter. Deshalb für mich, ganz ehrlich, ist Yamato die Gewinnerin. Ja, verstehe ich. Also Yamato habe ich auch weitergepackt. Aber Freunde, man muss sagen, Denjiro ist eigentlich der wahre Schüler von Kozuki Oden. Nicht Kinemon, kein anderer. Für mich ist Denjiro der echte Schüler, weil damals war er noch ein Kind und hat Oden von seinen Anfängen begleitet bis hin zum Daimyo. Und das ist definitiv eine Reise, die man nicht unterschätzen kann. Er ist gewachsen, über sich hinaus, hat seinen Zorn in sich reingefressen, um stärker zu werden. Und aktuell ist er ein Charakter, den man nicht unterschätzen darf. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel einen Jack besiegen kann und das ein bisschen besser als zum Beispiel Inuyasha oder Nekomamushi. Aber dennoch ist Yamato irgendwie auf einem anderen Level. Also sie ist auf jeden Fall auf einem anderen Level. Sie hat Königshaki, hat es geschafft, gegen ihr Vater Kaido mitzuhalten. Deshalb ist sie eine Runde weiter. Gehen wir weiter zum Kampf Smoker gegen Karasu. Viele werden sich denken, oh, wie seid ihr auf Karasu gekommen? Und diese Mischung gefällt mir echt gut. Smoker wird von vielen unterschätzt, aber meiner Meinung nach ist er ein Charakter, der viel Potenzial besitzt. Er könnte jetzt bei Vegapunk einige Sachen dazulernen, aber Karasu ist für mich dieser Kommandant der Revolutionsarmee, der wirklich fürs Kämpfen gedacht ist. Und ich denke auch,
dass er im Kampf gegen die Admirale Sabo auch eine echte Hilfe war. Und deshalb habe ich ihn hier eine Runde weitergepackt. Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Also Smoker ist der stark, Smoker wird auch viel stärker. Ich betrachte hier auch Smoker wie du ein wenig mit Theorien, dass er stärker geworden ist. Aber Karasu ist nun mal der Kämpfer schlechthin. Er hat doch Sabo wahrscheinlich sehr gut unterstützt gegen die Admirale und ist halt auch ein guter Kämpfer im Vergleich zu Bellobetti, die halt keine Kämpferin ist und auch nicht mitgekommen ist. Und ja, gut, der Kampf Magellan gegen Jinbei. Ich bin ehrlich zu dir, das ist der Kampf, wo ich eigentlich am meisten nachdenken musste heute. Nichtsdestotrotz geht mein Punkt, auch wenn ich Jinbei sehr stark finde an Magellan. Ich denke, wenn im Demon ist zu viel für Jinbei und auch wenn er gute Fernattacken hat, sehe ich ihn nur mit Wasser gewinnen. Allerdings betrachten wir den Kampf hier so neutral wie möglich. Heißt, Jinbei hat jetzt nicht das Meer auf seiner Seite, weshalb ich den Punkt doch Magellan gebe. Ich verstehe deine Meinung, Bro, aber ich habe dennoch das Vertrauen in Jinbei reingesteckt. Ich meine, sein Rüstungshaki wurde uns jetzt in Onigashima präsentiert und auch in Whole Island. Er konnte Big Mom abwehren und natürlich auch den Biss von Huesu aushalten. Ich denke, er könnte dem Venom Demon etwas standhalten mit seinem Rüstungshaki und er ist ja auch schnell. Und mit seinem Fischmenschen-Karate kann er das Ganze ja auch von sich abwenden. Ich meine, wie hieß dieser eine weiße Omega oder der von der Big Mom Piratenbande? Als Ruffy gefangen war, hat ja Jinbei ihn befreit und musste dann diesen einen Omega besiegen, der auch so Opera, ja genau. Ja, ich denke, das würde auch so ähnlich aussehen bei Magellan, dass er ihn dann auch mit dem Fischmenschen-Karate auch wirklich schaden kann, weil das Fischmenschen-Karate wirkt gegen jeden. Deshalb habe ich hier Jinbei den Vortritt gelassen. Kommen wir jetzt zu Yamato gegen Karasu. Ein wirklich sehr spannender Kampf. Aber wie gerade eben schon gesagt, ich finde einfach Yamato ist berechtigt ungefähr auf dem Level wie Sanji, Zoro, Ruffy. Also sie gehört auf jeden Fall zu den stärkeren Strohhüten, falls sie in die Crew kommen sollte. Und deshalb habe ich sie jetzt hier nochmal eine Runde weitergepackt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Karasu stärker als Yamato ist. Falls doch, dann Respekt, Freunde. Dann ist die Revolutionsarmee echt übertrieben stark. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Ich denke, Yamato ist aktuell einer der mächtigsten Leute auf dem Platz, potenzieller Strohhut und ich denke, dass sie wahrscheinlich vergleichbare Stärke besitzt wie ein Zorro aktuell. Ich denke, sie ist schwächer, aber dennoch hat sie unglaubliches Talent und ich glaube, selbst Ruffy hätte hier auf jeden Fall seine Probleme, nachdem er einiges gezeigt hat, deshalb Yamato ist für mich auch weiter. Im Halbfinale habe ich hier auf meiner Seite Vasco Shot gegen Rob Lucci und das Ergebnis ist, denke ich mal, bei uns beiden im letztendlich gleich. Rob Lucci ist ein unglaubliches Talent, er hat ein Training hinter sich und er ist immer noch ein Rivale für Ruffy, bei aller Liebe zu Vasco Shot und auch Ivankov. Ich denke, er wird sie beide besiegen. Krass. Also hast du jetzt Rob Lucci im Finale. Ich auch. Ich auch, Freunde. Kommen wir damit zum Kampf Yamato gegen Magellan, bevor wir zum Finale kommen. Ja, ich kann mir hier vorstellen, dass Yamato das Ganze gewinnen wird, wenn sie Fernattacken hat. Sie hat nun mal das Königshaki, was einer der mächtigsten Fähigkeiten überhaupt ist. Dennoch denke ich, dass Magellan erfahren genug ist, um sie zu besiegen. Zudem hat er eine sehr mächtige Frucht und eine Zoan-Frucht bringt gegen eine Frucht wie die Giftfrucht eigentlich so gar nichts. Deshalb ist für mich das Finale Magellan gegen Rob Lucci. Wie siehst du das? Also bei mir ist das Finale Rob Lucci gegen Jinbei. Ich würde sagen, ich lasse dir mal den Vortritt und du sagst mir, wer den Kampf Rob Lucci gegen Magellan gewinnen würde. Bei mir gewinnt diesen Kampf tatsächlich Magellan. Ich denke, dass Rob Lucci und auch Jinbei beide in der Lage wären, ihn zu besiegen. Allerdings sehe ich die Giftfrucht hier leider im Vorteil gegen die beiden physischen Kämpfer und auch die 6 Königspistole wird dir, glaube ich, nicht genug bringen. Magellan würde wahrscheinlich schwer verletzt werden, aber die einzige Möglichkeit, dazu gewinnen, wäre, wenn die beiden, die ich hier auch so ein bisschen vergleiche, so nah an Magellan rankommen, dass sie ihn gleichzeitig ausnocken, sich aber damit so schwer verletzen, dass sie wahrscheinlich an den Folgen selber sterben und das ist meiner Meinung nach der Punkt, der an Magellan geht, deshalb ist auch er mein heutiger Sieger. Bei meinem Finale Rob Lucci gegen Jinbei habe ich Jinbei den Vortritt gelassen. Ich denke, der Kampf würde ähnlich ausgehen wie Huesu gegen Jinbei und bei mir ist der Sieger des heutigen Turniers Jinbei, der Ritter des Meeres, Freunde. Falls ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben wollt zu diesem Thema, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr bei dem nächsten Turnier live mit dabei sein wollt, dann schaltet freitagsabends ein auf Kozuki One Piece. Die letzten Worte gehören meinen Schüler Makanko. Danke Meister, ich kann auch nur sagen, wirklich seid beim Livestream dabei, verpasst wirklich viel, diese Kämpfe sind echt spannend und eure Stimme kann genauso viel ausmachen wie die unseren und wie ihr vielleicht gesehen habt, es ist nicht immer unsere Meinung, die es entschieden hat, sondern sehr oft die der Zuschauer, deshalb seid ein Teil davon, bleibt fit und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Kozuki One Piece.